Uhu, hallo und herzlich willkommen im Dunkeln. Moment. Tipp, 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 tipp. Tada! So, jetzt sieht man mich auch. Wunder, Wahnsinn, was die für ein Licht machen, diese Knicklichter, ne? Also, krass. ja, ich habe gedacht, ich mache mal einen kleinen Vergleich diverser Dinge, die leuchten. Und dazu muss es natürlich dunkel sein. Und dieses Ding, was da leuchtet, das nennt man Mond. ja, und diese Dinger, die hier leuchten, die nennt man Knicklicht. Und aufgrund der unglaublichen Leuchtstärke, die die Dinger besitzen, sind die meiner Meinung nach dezent lustig. Also lustig ja, nützlich für zwei oder drei Dinge und dann hört es aber auch schon wieder auf. Also ich will darauf hinaus, Knicklichter machen Spaß, man darf die aber nicht überbewerten, ne? Aber Spaß machen sie auf jeden Fall. So, das wollte ich nur kurz erwähnt haben und jetzt gehen wir mal ein Stückchen in den Wald rein, damit es noch dunkler wird. So, also, was man hier jetzt sieht. Es ist der sagenhafte Lichtkegel meiner unglaublich krassen Petzl-Tika, die uralt ist. Also das ist eine Stirnlampe. Moment. So kann man es vielleicht erahnen, wo sich die befindet, also unterm Hut. Ich mache mal diesen hier, damit man mich vielleicht ein bisschen erkennt. Vielleicht, weiß nicht, ob das funktioniert, habe das Display gerade nicht entsprechend eingestellt. Ja, aber wie gesagt, der sagenhafte Lichtkegel zum in den Wald reinleuchten, was ich hier jetzt gerade tue, das ist jetzt nicht gerade bombig, das sind jetzt 3 Meter bis zu diesem Laub. Aber worauf ich hinaus möchte, man kann auch mit so einer alten Lampe doch immerhin vermeiden, in ein Loch zu treten, ne? Ihr müsst jetzt noch dazu wissen, selbstverständlich, dass generell, was man auf der Kamera sieht, nicht so lichtempfindlich ist wie das menschliche Auge. Also für mich erscheint alles nochmal erheblich heller. Hier nochmal der Unterschied beim Schnee, ne? Also man kann sehen, da ist es gleich viel, viel, viel heller, einfach weil das eine reflektierende Oberfläche ist, die das Licht viel besser zurückschmeißt auf die Netzhaut. Denn wir sehen ja nicht das Licht, was von der Lampe abgegeben wird, sondern das, was wir sehen, ist das Licht, was von dem Objekt, das wir anleuchten, reflektiert wird und wieder zurück auf unser Auge quasi fällt. Ne? Deswegen ist das erheblich effektiver, wenn man was Helles anleuchtet, was ein höheres Reflexionsvermögen besitzt. So, also das wollte ich jetzt nun mal so als kleiner Einstieg, meine prähistorische Uraltstirnlampe. Und ja, es liegt übrigens Schnee. Und jetzt nehmen wir mal eine etwas bessere Lampe her. Jetzt müsste man sie erkennen können. Das hier ist eine Tube von Nightcore. Das ist also dieses kleine Schlüsselanhängerlämpchen. Und ich wage zu behaupten, das ist die beste Schlüsselanhängerlampe, die ich kenne. Weil die hat nämlich noch hier diesen kleinen Gummistöpsel da. Und der Gummistöpsel darunter befindet sich ein USB-Mini-Anschluss oder Mikro oder wie auch immer die heißen. Jedenfalls das, wo man das handelsübliche USB-Ladekabel dran stecken kann. Und dann kann man dieses Ding nämlich immer wieder aufladen. Und die hat zwei Leuchtmodi, einen gedimmten, keine Ahnung wie viel Lumen, und einen hellen, auch keine Ahnung wie viel Lumen, weil es soll hier gar nicht so sehr darum gehen, wie viele Lumen was hat. Ich schreibe euch das hoffentlich, wenn ich dran denke, in manchen Fällen noch unten hin, nicht in allen Fällen, aber in manchen Fällen. So, dann ein paar Takte zur Leistung. Hier seht ihr den gedimmten Modus. Und da seht ihr nicht viel, was daran liegt, dass der sich halt wirklich in Grenzen hält. Das ist in Ordnung, um im Rucksack mal eben was zu suchen. Man kann damit auch, wenn man sich die Augen verderben möchte oder zumindest schnell ermüden lassen möchte, kann man damit auch ein Buch lesen, wenn es sein muss. Aber generell einfach prima zum irgendwas im Rucksack suchen, zum irgendwas in einem völlig dunklen Raum, was in der Nähe liegt, suchen, wenn man halt nicht viel Licht machen möchte. Die hat aber jetzt noch
den Pova-Modus. Und da muss ich sagen, das reicht tatsächlich zum Weg finden, wenn man jetzt im Wald unterwegs ist. Jetzt hier wieder auf der dunklen Straße, das sieht man wieder schlecht. Aber das reicht aus. Also die hat jetzt fürs menschliche Auge, was man auf der Kamera natürlich nicht sehen kann, aber hier haben wir jetzt mal so grob die Reichweite einfach mal im Vergleich zu der anderen Lampe. Also da kommen schon ein paar Meter auf der Kamera zustande und das ist schon deutlich besser als eben bei der anderen Funzel. Und von der Reichweite her jetzt fürs menschliche Auge, wenn es jetzt so richtig dunkel wäre im Wald, was nicht der Fall ist, weil ja wir ziemlich viel Mond haben, dann kommt man so auf 10, 12 Meter. Also das reicht völlig, um den Weg zu finden, um auch eine Abzweigung des Weges zu entdecken. Der Haken allerdings ist bei dieser EDC-Lampe, dieser Starkmodus hier, dieser hohe Beleuchtungsintensitätmodus, so. Juhu! Der hält gerade mal 45 Minuten ungefähr, wenn das Ding voll geladen ist. Und da haben wir dann halt schon ein bisschen einen Nachteil. Aber hey, in den meisten Fällen komme ich in 45 Minuten aus dem Wald raus, wenn ich alle anderen Taschenlampen vergessen habe und ich gucke, dass das Ding hier immer möglichst ziemlich voll ist, dann kommt man damit schon relativ gut nach Hause, ohne in irgendein Loch zu plumpsen. Ne? Also sollte mal ein Schlagloch auf der Straße sein oder irgendwie solche Fälle. Hui! Schwein, Schwein! Jetzt weiß ich nicht, ob man das gerade gehört hat, aber das war jetzt definitiv Wildschwein. So, die nächste Lampe. Das ist dieses Stück hier. Ich weiß, man sieht es gerade nicht so gut. Jetzt sieht man es besser. Das ist eine Fenix HD50, heißt sie. Nee, HL50, Entschuldigung. Ja, ich würde fast sagen, das ist auch schon ein recht häufig in Verwendung befindlicher Klassiker. Ich habe da nie ein Video zu gemacht. Ich habe die aber schon relativ lang. Die hat da auch noch ein entsprechendes Kopfband. Und ich bin relativ zufrieden bisher mit dem Teil. Was ich an dem Ding besonders praktisch finde, ist, dass sie sowohl AA-Batterien als auch irgendwelche Hightech-Super-Toll-Batterien, ich glaube CR123 heißen die Teile, verwenden kann. Momentan in der Länge ist ein Aufsatz dran hinten, dass sie halt eben auch AA-Batterien aufnimmt. Man kann diesen Aufsatz auch rausnehmen und dann wäre sie noch mal einen Ticken kürzer und einen Ticken leichter. Dann passt aber halt nur noch so eine relativ kurze Superbatterie da rein oder natürlich ein entsprechender Akku. Einen entsprechenden Akku habe ich aber nie gehabt. Ich habe in meiner Survival-Ausrüstung in der Regel so eine Superbatterie drin gehabt eine Zeit lang. Inzwischen habe ich die auch nicht mehr drin, weil ich die Lampe hier nur noch selten dabei habe. Dann macht das gar nicht mal mehr so viel Sinn. Und ja, aber die Möglichkeit, sie halt mit einer stinknormalen, handelsüblichen AA-Batterie betreiben zu können. Und wenn man ein bisschen mehr Licht braucht, so eine Superbatterie zu nehmen, das fand ich eigentlich ganz gut. Lichtausbeute ist mit normalen Batterien etwas geringer. Ich glaube, die kommt so auf irgendwas ein bisschen über 200 Lumen. Kann relativ heiß werden. Da steht hier auch extra dran. Hot. Ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann. Oh, da sieht man mich. Hallo. Ja, das bin ich. So, und dann möchte ich die jetzt halt nochmal eben entsprechend bei Gebrauch vorführen. So, wir leuchten wieder Baumstämme an, die gefühlt 3 Meter weg sind. Und das ist jetzt gerade hier aktuell der schwächste Modus, den die Lampe hat. Sie hat 3 und sie hat wohl auch noch so einen Blink-Modus. Strobo-Modus oder wie das heißt. Also der schwächste, wie gesagt, das ist ja ungefähr vergleichbar mit meiner Petzl Ticker auf dem stärksten Modus. Die hat theoretisch auch noch mal einen abgeschwächten, aber den habe ich euch gar nicht gezeigt, weil der so lächerlich niedrig ist, dass man das eigentlich ignorieren kann. So, das ist Mittel. Und mit Mittel kann man jetzt auch ganz gut einen Weg ausleuchten. Man sieht es hier. Also das ist auch... Das ist in Wirklichkeit natürlich noch ein deutlich breiteres Streufeld, als das jetzt hier auf der Kamera zu sehen ist mit dem Punkt. Also das ist schon ganz in Ordnung. Also damit kann man wirklich gut durch den Wald laufen und gut navigieren und verpasst halt eben auch nicht irgendeine Abzweigung oder sonst wie. Also das ist völlig in Ordnung und es ist auch nicht so hell, dass man sich die Nachtsicht völlig zerstört. Man kann also auch mal links und rechts in den Wald schielen und das Ding mal kurz ausmachen, ohne völlig zu erblinden. Das finde ich also eigentlich ganz gut.
So, und das hier ist jetzt der hellste Modus. Wie man sieht, sieht man gar keinen großen Unterschied. Erst wenn man in die Ferne leuchtet, kann man dann so ein bisschen, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen auf der Kamera, erkennen, dass die in die Weite dann schon noch mal ein bisschen weiter leuchtet. Ich würde sagen, so effektive Reichweite, wo man gut noch was erkennen kann, sind etwa 20 Meter mit normaler AA-Batterie. Es ist noch mal ein Ticken mehr, vielleicht noch mal so 3-4 Meter extra und generell noch mal gefühlt etwas mehr Helligkeit, wenn man eben diese Superbatterie da verwendet. Dann ist auch finito mit der Lampe. Und das ist jetzt wieder der niedrigste Modus. Wie gesagt, da sieht man jetzt nicht viel. Ja, man muss auch mit der Kamera einigermaßen draufhalten. Hier nochmal mittel, hier nochmal hoch. Also der Unterschied zu mittel und hoch hält sich in Grenzen, weil eben hoch deutlich runtergedrosselt ist. Niedrig und mittel sind genauso hell wie mit der tollen Batterie, aber der hohe, der ist halt eben runtergedrosselt sozusagen. Und dann zeige ich euch noch meine neue richtige Taschenlampe, also die, die ich jetzt regelmäßig im Einsatz habe. Also die hier habe ich auch noch immer im Einsatz, ne? Aber die andere kommt jetzt noch dazu. So, das hier ist jetzt meine neue Erwerbung auf dem Taschenlampenmarkt. Das ist eine True Night TN12. Die habt ihr wahrscheinlich alle schon gefühlt 26 Millionen Mal gesehen, weil es gefühlte 26 Millionen YouTube-Videos zu dem Teil gibt. Deswegen will ich auch kein eigenes machen. Ich will sie nur jetzt mal im Vergleich zu den anderen Taschenlampen zeigen. Ich habe mir die jetzt deswegen auch gekauft, weil ich bisher so ein bisschen beleidigt war, dass die ollen True Night Leute bei mir nicht gefragt haben, ob ich mal eine Taschenlampen-Review für sie machen möchte, wofür ich die Taschenlampe geschenkt bekomme. Ja, jetzt haben sie mich inzwischen doch gefragt. Und dass sie mich jetzt gefragt haben, muss ich jetzt nicht mehr beleidigt sein und kann jetzt auch erwähnen, dass ich mir also jetzt auch so ein Ding gekauft habe. Wohlgemerkt, ich habe es mir gekauft. Ich habe es mir nicht von True Night schicken lassen und ich muss dazu auch kein Taschenlampen-Review-Video machen und behaupten, dass das Teil toll wäre. Es ist allerdings habe ich noch nicht so lange im Einsatz, durchaus sehr überzeugend. Also da gibt es bisher von meiner Seite aus überhaupt nichts zu nörgeln. So, wir machen mal den Lichttest. Also das Teil hat 5 Leuchtmodi. Das hier ist der sogenannte Firefly-Modus. Den kann man gerade mal auf meinem Handschuh noch einigermaßen erkennen. Der hat, glaube ich, 0,3 Lumen oder 0,7, ich weiß es nicht. Das reicht in völliger Dunkelheit schon zum Lesen, wäre mir aber zu anstrengend auf die Dauer. Also auch eben quasi wie der ganz wenig helle Modus von meiner Schlüsselanhängerleuchte, ist das Ding ungefähr geeignet, um im Rucksack mal eben was zu suchen, in einem sehr dunklen Raum was zu greifen, was neben einem liegt, auch im sehr dunklen Wald nachts, wenn man ohnehin gerade die Augen aufmacht und geschlafen hat und nicht viel Licht verträgt, da reicht das aus für so Kleinigkeiten. Für irgendwas, was über so Kleinigkeiten hinausgeht, würde ich den mittleren Modus nehmen. Das ist Low. Dieser Zustand hier. Und wie man ganz schön sehen kann, gerade da hinten mit dem Schnee, der da noch liegt, ist die Reichweite von Low schon etwas besser als die Reichweite aller bisher gezeigten Lampen eben im Low-Modus. Also das ist schon gar nicht so übel mit dem Low. Das ist also quasi das, was ich jetzt so als Minimum verwenden würde, um mich damit wirklich auch fortbewegen zu wollen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Lumen das hat. Das kann man zu dieser blöden TN12 sowieso alles auf 26 Millionen Internetseiten nachlesen. Also das spare ich mir. So, und dann kommen wir zum Mittel. Ja, und wie man sehen kann, Mittel ist jetzt schon eine ganz andere Kategorie als all die anderen Sachen, die ich jetzt bisher gezeigt habe. Weil hier ist der mittlere Modus schon so hell, ungefähr wie der hellste Modus von meiner Fenix-Stirnlampe. Machen wir mal zum Vergleich. Also wir merken uns dieses Bild. Und jetzt mal einmal die Fenix-Stirnlampe auf ganz hell an. So. Ja. Also, die hat halt eine höhere Streuung. Ich glaube, von der Lumenzahl kommt es ungefähr auf das Gleiche raus. Beachtet dazu das, was ich auf dem Nachhauseweg dann gleich noch zu erzählen habe. Aber die Reichweite ist halt jetzt nicht besonders bombig. Die Streuung ist noch ein bisschen besser. Das sieht man aber auch wirklich mehr mit bloßem Auge. Das ist sehr schwierig, das auf der Kamera zu erkennen. Ja, aber mehr ist da halt nicht drin. Jetzt nochmal zum Vergleich. Das ist hier die True Night auf der gleichen Einstellung wie eben. Also Reichweite ist erheblich besser. So,
Dann machen wir mal den High-Modus. Ups, das war der Ausschalter. Und da sieht man dann auch, gerade auf der Kamera, schön, dass man den Brunnen gut erkennen kann. Da im Hintergrund auch die schönen Tannen und so weiter und so fort. Und das ist also jetzt schon, damit kann man arbeiten. Also definitiv. Viel mehr braucht man meines Erachtens eigentlich nicht wirklich. Weil da kann man auch schön Wegweiser erkennen, die ein bisschen weiter weg sind. Die sind ja in der Regel noch so ein kleines bisschen nachleuchtend. Beziehungsweise zumindest sind sie aus einem besonders farbigen Material, was man gut erkennen kann. Und da geht das eigentlich schon ganz gut. So, und jetzt hat sie noch den Turbo-Modus. Man hat es gerade, glaube ich, ganz gut gesehen. Also das ist jetzt Firefly. Low, ne? Mittel, High und Turbo. Turbo sieht auf dem Video vergleichsweise so aus, als ob das jetzt nochmal erheblich mehr wäre. Das sind auch nochmal erheblich mehr Lumen. Mit bloßem Auge, muss ich sagen, ist der Unterschied aber relativ gering. Wobei, hier auf der Kamera kann man schon, das macht halt jetzt schon nochmal einen dicken Unterschied aus, weil da die paar zusätzlichen Lichtpunkte halt gleich für deutlich mehr Reichweite sorgen. Man kann da hinten also jetzt schon in den Wald reinleuchten. So, und da hinten auch wunderbar den Weg über eine längere Strecke ausleuchten. Also wir sehen, damit kann man schon arbeiten, definitiv. Und das Schöne ist, das war jetzt auch noch ein Grund, weshalb ich das Video hier machen wollte, ich kann die auch gut für nachts Kameraarbeiten hernehmen. Also wenn ich mal unbedingt nachts noch raus muss und keine Lust habe, im Keller zu hocken, dann könnte ich jetzt auch mal ein beim Laufen Quassel-Video machen. Na gut, dann wird es natürlich dauernd unscharf und verwackelt. Aber zumindest theoretisch könnte man da mal drüber nachdenken. So, und damit befinde ich mich jetzt auch auf dem Heimweg. Und ich hoffe, man kann hier einigermaßen wackelfrei was erkennen bei meinem traurigen Versuch, im Wald rumzuleuchten. Der Boden ist gerade ein wenig rutschig, deswegen muss ich ohnehin langsam gehen, was, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist, wenn man hier jetzt vernünftige Bilder abliefern möchte, soweit das überhaupt möglich ist. Also das ist jetzt alles auf der höchsten Stufe. Nur die höchste Stufe macht für Kameraarbeit mit Taschenlampe so richtig Sinn. Was man hier jetzt übrigens ganz schön sehen kann, wenn man in den Wald reinleuchtet, da kann man eine noch so starke Taschenlampe haben. Das Problem ist, wenn der Wald halt voll steht mit Gestrüpp und da fällt jeweils das Licht drauf und schmeißt einem dann eben entsprechend das Licht zurück auf die Netzhaut bzw. auf den Kamerasensor, dann wird der relativ schnell quasi sich daran gewöhnen, dass er relativ viel Licht zurückbekommt und man kann dann in den dunklen Zwischenräumen der einzelnen Bäume gar nicht mehr so viel erkennen. Ne? Also so weit in die Ferne leuchten ist im Wald dann schwierig, auch wenn die Lampe theoretisch eine deutlich höhere Reichweite hätte, wie man jetzt hier ganz gut erkennen kann, wenn man halt eben nicht in den Wald reinleuchtet, sondern den Weg entlang. Also das ist was, weshalb ich so Lampen mit abartig hohen Lichtstärken, also abartig hohen Lumenwerten von keine Ahnung, 10.000 oder irgendwas, nur begrenzt nützlich finde. Natürlich machen die Spaß und sind ein lustiges Spielzeug, das mal ohne jeden Zweifel. Aber es ist halt für die praktische Anwendung, wenn man wirklich im Wald rumstapfen möchte, ja, eher nur so begrenzt nützlich, weil die halt auch sau heiß werden, enorme Strommengen brauchen. Man muss da ja riesige Mengen von Akkus reinpacken. Also nicht nur riesige Akkus, sondern davon auch gleich noch viele. Und das macht die Sache meiner Meinung nach einfach etwas ineffizient. Auch schon die Dauer, die diese Taschenlampe hier auf der Intensitätsstärke mit einem Akku leuchtet, hält sich in Grenzen, ist glaube ich auch nur eine Stunde oder irgendwie sowas oder 50 Minuten oder was auch immer sie da schreiben. Also es ist jedenfalls nicht besonders lang und wenn es dumm läuft, stehe ich hier irgendwann im Dunkeln. So, jetzt muss man noch dazu sagen, was hat es denn jetzt mit diesen mysteriösen Lumen eigentlich auf sich? Das gibt es ja bei jeder einigermaßen professionelleren Taschenlampe, eben den Hinweis, wie viele Lumen die jetzt nun hat. Und
Das ist quasi die Gesamtmenge an Licht, die von der Lampe abgegeben wird. Das ist jetzt ganz schwierig, nur anhand der Lumenangabe die Helligkeit von zwei Lampen zu vergleichen. Man hat es ja zum Beispiel eben bei meiner kleinen Stirnlampe und halt diesem Ding hier gesehen. Auf ungefähr der gleichen Stufe mit ungefähr der gleichen Lumenanzahl hat die hier eine höhere Reichweite, weil sie halt einfach stärker fokussiert ist. Und die andere hat halt einen breiteren Leuchtkegel. Und der Lumenwert, der bezieht sich jetzt halt nur auf die Gesamtmenge an Licht, die abgegeben wird, nicht auf den Winkel, in dem dieses Licht abgegeben wird. Nimmt man also zum Beispiel eine 1000-Lumen-Lampe als Standlicht, als Birne sozusagen, die rundum alles ausleuchtet, dann hat die sehr bescheidene Reichweite, macht aber halt in einem gewissen Umkreis alles hell, also auch hinter der Richtung, in die man leuchtet. Und das ist halt der wesentliche Unterschied. Wenn man das Ganze jetzt auf einen ganz, ganz dünnen Strahl fokussieren würde, das ist hier jetzt auch nicht der Fall, aber das könnte man theoretisch natürlich baumäßig, linsentechnisch auch so machen, dann wäre dieser ganz, ganz dünne Strahl irgendwo da ganz, ganz weit hinten, aber man würde halt drumherum nichts sehen. Wäre für Outdoor-Zwecke, wenn man wirklich ein bisschen ein Gebiet ausleuchten möchte, relativ sinnlos. Huhu! Brennholz. Also wie man sieht, das ist hier eine Wiese. Ne? Wald hört hier auf. Moment, wo ist das Ende? Wo ist das Ende? Da ist das Ende. Also das wäre vielleicht nochmal, einfach nur nochmal kurz dazu gesagt bei Taschenlampen. So, und eine Sache wollte ich jetzt nochmal ausprobieren. Nochmal zurück zu den gar großartigen Knicklichtern. Wie man hier ganz gut erkennen kann, fürs bloße Auge sind die schon recht hell, wenn man sie sich so direkt in die Hand hebt, beziehungsweise vors Auge hebt. Und jetzt gucken wir mal, was die jetzt noch für tolle Funktionen haben, außer dass sie einfach lustig sind. Man kann sie nämlich wegschmeißen. Und dann hat man einen Punkt in der Ferne leuchtend markiert. Das kann vielleicht ganz witzig sein, wenn man irgendwie mal wissen möchte, wie tief ein Brunnen ist. Zum Beispiel. Oder bei irgendwelchen Höhlenaktivitäten habe ich mir sagen lassen, dass das dann auch ganz gerne mal benutzt wird. Allerdings die Leuchtkraft dieser Standardknicklichter, und das sind ja welche, die ich hier habe, das sind so quasi die Standardgröße, es hält sich halt wirklich in Grenzen. Es ist jetzt dieser winzige Lichtpunkt, etwa 5 Meter vor mir. Hui! Gut, und das Ding liegt jetzt nochmal 3 Meter weiter weg. Ich muss zugeben, das überrascht mich jetzt, dass man das auch noch ganz gut sieht. Ja, und jetzt habe ich quasi den Weg markiert. Toll, ne? So, wofür man Knicklichter jetzt noch benutzen kann, ich habe jetzt gerade einen Holzstoß in der Ferne mit den Dingern markiert, einfach um mal zu zeigen, um halt irgendwelche Dinge zu markieren, Positionsmarkierung. Man kann sich auch selber eins um den Hals hängen, um sich selber zu markieren. Wenn man zum Beispiel als Gruppe unterwegs ist, die einzelnen Gruppenmitglieder irgendwie kennzeichnen möchte, aber nicht mit Taschenlampe arbeiten möchte, weil man ja gerade eben das nachts im Wald ein wenig zelebrieren und genießen möchte. Und dann sind so Knicklichter meiner Meinung nach auch ganz witzig. Was noch dazu kommt und die Dinger so ein bisschen negativ belastet, ist, dass man nicht 100% sicher sein kann, dass die auch funktionieren. Beziehungsweise man kann nicht überprüfen, ob die Knicklichter, die man dabei hat, funktionieren werden, wenn man sie knickt. Bei einer Taschenlampe, die kannst du daheim ein- und ausschalten und dann weißt du, die funktioniert noch. Batteriestrom kannst du testen mit so einem Tester. So, jetzt nur mal kurz, um zu demonstrieren, was ich hier eigentlich markiert habe. Und hier in dem Schnee, das ist nochmal was anderes, kann man jetzt auch wunderbar noch mal sehen, wie sich diese Taschenlampe halt eben entsprechend äußert. Von der Lichtausbeute her. Ja, also das ist schon, ne? Also so 1100 Lumen, da kann man was mit anfangen, offensichtlich. Da kann man definitiv was mit anfangen. Jetzt natürlich auf beschneitem Untergrund besonders effektiv, aber, ne? Also das lohnt sich schon. Wenn man aber durch den dunklen Wald stapft, so gerade weil man nicht gesehen werden möchte und sein Lager dann halt nur mit so einem Ding da markiert hat, das findet man schon ganz gut wieder, meiner Erfahrung nach. Also das ist schon, vor allen Dingen ist es auch lustig und macht Spaß und hat noch so einen gewissen Abenteuerfaktor. Aber ja, damit ist meiner Meinung nach die Nützlichkeit von den Teilen relativ aufgebraucht. Klar kann man sagen, aber das Licht reicht ja, um im Rucksack was zu finden oder man kann damit lesen. Ja, ja, kann man alles machen.
Aber das geht halt auch mit einer Taschenlampe im super niedrigsten Modus und da muss man nicht so viel Geld für ausgeben, weil die Teile mögen vielleicht 8 Stunden leuchten, auch mal 10 oder 12, kommt auch vor. Aber erstens lassen sie relativ schnell dann nochmal ein bisschen nach und zweitens kosten sie, ja, sagen wir mal grob 1,50 € in der Größe pro Stück, ganz grob, die mag es auch nochmal günstiger geben. Und das ist mir dann einfach zu teuer. Außerdem brauche ich ja nicht selten 8 Stunden Stück Licht am Stück oder 12 Stunden Licht am Stück. Außer eben für so Markierungsarbeiten. Also wie gesagt, Markierungsarbeiten, top. Egal ob bewegtes Objekt, nicht bewegtes Objekt, das ist in Ordnung. Und wenn man wirklich mal die Funktion braucht, die Dinger irgendwo hinzuschmeißen, okay. Und damit man mich nochmal sieht, damit ich Tschüss sagen kann, in diesem Sinne dann jetzt auch. Moment, machen wir so. Ah, ist auch nicht angenehmer. Ja, dann kann ich ja jetzt in diesem Zusammenhang Tschüss sagen. Was man hier jetzt übrigens nochmal sieht, ist meine Methode, eine Stirnlampe zu tragen aufgrund des ständig aufgezogenen Hutes. Ich habe sie auch teilweise mal oben über die Krempe gehängt am Anfang und wollte mal gucken, inwiefern das geht. Das ist aber scheiße, weil die Krempe halt dazu führt, dass er den Schatten quasi direkt vor die Füße schmeißt und höchstens für Fernausleuchtung ist das eine Option. Und man will ja sehen, wo man hintritt und nicht die ganze Zeit nur in die Ferne leuchten. Ist also Quatsch, deswegen Lampe unter die Krempe. Dann ist nach oben leuchten wieder schwierig, aber das muss ich sowieso selten. Das war's, ich gehe wieder heim. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen lustig, in irgendeiner Form unterhaltsam. Ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert hat. Aber macht ja nichts. Wenn nicht, dann schreibt mir einen ganz bösen Kommentar und ich hock dann weinend im Keller. So, tschüss.